Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Oliver. Ja, hallo Martin. Und wir sind auch in der Nähe von Johnny. 4 Kilometer sind wir jetzt nur gefahren vom letzten Blockteich bisher. Und den Teich, der wurde gebaut. 2014. Wann? 2014. Da hat mir Sascha damals von Genesis gesagt, das ist was völlig Verrücktes. Ganz oben auf einer Dachterrasse bauen wir einen Teich und so. Und wie viel Kubik habt ihr hier? Also vermutlich ungefähr 6 Kubikmeter. Vermutlich plus ungefähr Filter 6 dann. Ist ja, eine geile, geile Angabe. Aber du sagst 6 Kubik. Ich empfehle immer, Teiche bis 10 Kubik ist ja die Optimalgröße. Hast du das Gefühl, weniger Spaß mit dem Hobby zu haben, weil du weniger Volumen hast? Nö, wir hatten noch nie einen größeren Teich, aber es funktioniert ja gut. Von daher lässt sich alles gut managen. Super. Alles prima. Geil. Und ich muss sagen, wir sehen es nachher gleich. Das Wasser sieht toll aus, die Fische sehen toll aus. Die Wasserqualität hängt nicht vom Wasserkörper ab, sondern von der Filteranlage, die angeschlossen ist. Ja. Aber wir hatten es gerade mit Decken tragen lassen, weil wir werden auch oft gefragt in unserer Anlage, wir haben ja da alles mit Wasser voll. Wie geht das? Bricht das nicht irgendwann mal zusammen? Doch, das bricht zusammen, wir haben es trotzdem gemacht. wir finden den Kick einfach mega geil. Genau. Wir wohnen hier oben drauf, da ist da nicht so schlimm. Das ist ihr wohnt oben drauf, aber erzähl mal kurz, habt ihr da einen Statiker gefragt oder genau, habt ihr da hingedübelt? Wir hatten damals die Wohnung hier in der Bauphase gekauft und hatten damals schon eben mit dem Verkäufer besprochen, dass wir hier einen Teich haben wollen. Und der hat es dann entsprechend von seinem Statiker überprüfen lassen und meinte eben, wir können über 2 Tonnen Dachlast hier pro Quadratmeter über aufbringen. Über zwei Tonnen? Sagte der Statiker, ja. Okay. Also mir hat das damals auch erzählt, in den Papieren steht drin, dass wir im Obergeschoss noch 1 Tonne haben. Ja, ja. Und dann sagt er, aber diese ruhenden Flächenlasten, die sind nicht das Problem. Er hat gesagt, du musst dir vorstellen, das war vorher bei uns eine Kerzenfabrik, du fährst, da fährt einer mit so Stahlformen durch mit dem Stapler und setzt die ab. Und er sagt, die Setzlasten, die Punktlasten, dass die viel kritischer sein als so was Ruhendes. Genau. Und ich denke, am Ende sind so Dächer ja auch für große Schneelasten ausgelegt. Ich meine, hier läuft der Schnee nicht weg, wenn es hier schneit, dann bleibt er liegen. In Ludwigsburg hat 2 Meter Schnee. Was willst du denn noch sagen? Ich glaube, die Bauvorschriften beschränken sich ja nicht nur auf Ludwigsburg. Nein, sicher nicht. Kommst du aus Ludwigsburg ursprünglich? Nee, wir kommen ursprünglich aus München. Und sind vor 25 Jahren ungefähr, glaube ich, hierher gezogen. Gibt es aber nicht viele, die aus München ins Schwäbische ziehen. Ja. Der Blog ist an dieser Stelle beendet. Ich bin halt ein Pionier. Ja, geil. Und dann hat deine Frau was ganz Interessantes gesagt, weil ich habe dann gesagt, also sie hat dann gesagt, aber witzigerweise habe ich gleichzeitig darüber nachgedacht, sie hat gesagt, das Problem sind nicht die Beton, sondern das Problem sind die Dachisolierung, genau, die Wärmedämmung. Genau, da ist eine dicke Wärmedämmung drauf, keine Ahnung, fast 50 cm oder 40 cm. Und das ist wohl der beschränkende Faktor für die Traglast. Mhm. Das ist zumindest das, was in dem Gutachten berechnet wurde. Weil ich habe jetzt gerade, ich habe mich auf dem Blog geistig ein bisschen vorbereitet, als wir hierher gekommen sind, aber dazu gleich mehr. Ich habe gedacht, wow, wie praktisch, jetzt stelle ich hier oben meinen Teich drauf. Drunter ist einer, der heizt im Winter seine Wohnung auf, dieses Jahr nur 18 bis 20 Grad, normal 22 bis 24 Grad. Ja. Und dann bin ich natürlich hier mit meinem Teich, mit Fußbodenheizung, der große Profiteur. Der wundert sich natürlich, warum er Energie braucht ohne Ende. Genau. Und Olli freut sich, dass seine Koi hervorragend wachsen. Aber wenn es natürlich die Isolation ist, hast du da keinen Vorteil. Also das Ding. Nee, ich kriege zumindest mal keine Kälte von der Erde. aber steht natürlich auf der Erde drauf. Das war auch unsere größte Sorge mit am Anfang. Hat sich aber in der Praxis als völlig unrelevant herausgestellt. Da ist so eine 10 cm Styrodur-Abdichtung außen drauf, Isolation. Und auch der Filter ist innen drin in dem Häuschen da auch nochmal isoliert. Und tatsächlich haben wir jetzt in dem Jahr an 3 Tagen mal die Heizung laufen. Also ich habe so eine Genesis-Heizung, die ist auf 5 Grad eingestellt. Und das war jetzt 3 Tage in dem Jahr, wo es dann auch immer nur so pickweise heizt und eben nicht komplett durchgehend. Also ich muss sagen, ich habe mal einen Scheiß gebaut. Das ist ein Hotel Wildeck, heißt es heute in Abstadt. Das hieß ganz früh, hieß das anders, der, wo es früher erbaut hat. Der wollte auf die Tiefgarage, wollte der einen Teich. Und da hat man nur 50, 60 Zentimeter, den hat man dann auch gebaut. Ja. Aber auf die Tiefgarage, und jetzt war das aber keine Tiefgarage, die geschlossen war, sondern die oben so Lüftungsschlitze hatte. Also da war Außentemperatur gleich Innentemperatur. Ja, ja. Und jetzt war oben auf der Dachterrasse war der Teich gestanden, also auf der Tiefgarage. Und da denkt aber auch kein Mensch dran. Jetzt haben wir den von unten nicht isoliert, dann hätten wir auch keine Wassertiefe mehr gekriegt. Und jetzt ist der quasi von unten so ausgekühlt. Ja, ja, also der ist von allen Richtungen, wenn es da Minusgrade gehabt hat, ist der vom Boden Minusgrade gekommen, von der Seite, von oben. Und das Projekt musste man, also es geht zwar nicht, aber das war so ein Projekt, wo dann fast von unten durchgefroren wäre. Also tatsächlich habe ich eher das Problem, dass es zu warm wird. Also an so sonnigen Tagen wie heute heizt es durch diese Doppelstegplatten das Wasser schon locker auf 11, 12 Grad hoch. Ja. Und da muss man dann eher aufpassen, dass man das ein bisschen managt. Und hast du geheizt? Können wir da noch ein bisschen aufmachen? Ja, ja, klar, klar. Wie geht das? Hochheben. Hochheben und keine Angst vor nassen Fingern.
Also das Wasser sieht traumhaft aus. Die Koi sehen traumhaft aus. Du hast den Teich jetzt nicht belüftet, doch da hinten geht es. Doch, da ist rein. Hinten ist so eine Belüfterstange drin. Mhm. Also was natürlich gefährlich ist, sage ich ganz ehrlich, so auf den ersten Blick, dass der Teich ziemlich hermetisch gegen die Umwelt abgeriegelt ist. Also bei Stromausfall, das stimmt, ja. Dann geht das schon rückwärts. Da hast du keine Absicherung. Die Absicherung ist, dass mein Smart Home System mir eine E-Mail schickt, wenn hier irgendwie die Leistung abfällt. Und seit 3 Jahren sitzen wir jeden Tag hier zu Hause. Ja. Also ich will natürlich nicht immer den Teufel an die Wand malen und mit allen Inside-Szenarien drohen und passt hier auf, passt da auf. Aber ich kann halt nur aus der Erfahrung sagen, dass unter solchen Dingen ist schon viel passiert. Ja. Und wenn du dir da irgendwo, vielleicht schaffst du es ja sogar da hinten irgendwo unter die Startwelle, Sauerstoffflasche, Stromabfallventil und zack, dann sagt dein Smart Home-Ventil nicht deine Fische sterben, dein Smart Home nicht deine Fische sterben jetzt, sondern wir sind jetzt auf Notsauerstoff umgestiegen. Ja, du hast jetzt noch 3 Tage. Genau. Also der erste Schritt, den wir jetzt bauen, ist jetzt nicht mehr eine Sauerstoffflasche, aber wir erweitern unsere Solaranlage mit einem Akkuspeicher. Das ist natürlich das ist genauso. Von dem aus sich dann die Pumpe eben per Batterie betreiben kann. Ja. Das dann. Hilft natürlich jetzt nicht, wenn die Pumpen kaputt gehen, dann bräuchte ich immer noch eine Sauerstoffflasche. Wie viel fütterst du im Sommer? Also deine Fische sind übrigens schön, by the way. Danke, 4, 5 Konishis, gell? Ja. Also ich habe so einen Linn-Futterautomaten, der steht normalerweise im Sommer dann auf 2,5 Minuten. Mhm. Keine Ahnung, sind 200 Gramm oder sowas wahrscheinlich. So, also wenn es der ist, den wir haben, dann sind es genau 200 Gramm. Genau, und dann füttern wir einfach für Spaß noch ein bisschen mit der Hand zu. Aber 200 Gramm, das wären auf einen 20.000 Liter Teich dann gerechnet auch. 700 Gramm roundabout, das ist nicht wenig. Also ich fahre es im Frühling immer relativ langsam hoch, gucke einfach auch, was die Nitritewerte machen. Ich messe normalerweise jeden Sonntag. Ja. Du bist ein ordentlicher Mensch, gell? Ja, jeden Sonntag. Faul, aber doch irgendwie. Siehst du, ich bin nur faul. Du bist faul und Mist, ich bin faul und Mist nicht. Nein, das ist natürlich schon eminent wichtig. Je kleiner die Gewässer, das muss man natürlich sagen, die wasserchemischen Gesetzmäßigkeiten sind überall die gleichen. Auch die Physik ist überall und die Strömung. Aber je kleiner die Becken sind und je mehr Fisch und je mehr Futter ich pro Wassereinheit, Wasservolumen fütter, desto schneller geht es Also ich kriege hier schneller einen Säuresturz hin als sonst irgendwo. Ja. Was hast du für einen pH-Wert im Sommer? 7,6 normalerweise. So irgendwas 7,6. Also so genau, wie man es messen kann. Das ist so eine blöde Lücke in den Tröpfchentest von dem Messbereich. Ja. Es gibt ja nur den, der dann bis 7,6 misst. Ja. Und da bin ich entweder am Anschlag oder eben so Richtung 7,2, 7,3 meistens in der Zeit. Hast du ein Netz drauf im Sommer? Nee. Ist das schon mal rausgesprungen? Nee. Wir hatten, wenn wir neue reinsetzen, machen wir ein Netz drauf. Ja, wir haben so ein Obstnetz. Die ersten 48 Stunden. Ja, genau. Tatsächlich haben wir einen mal verloren, den wir frisch gekauft hatten. Da war sogar noch die Winterabdeckung drauf. Mhm. Es war aber eine von diesen Platten, von den kleinen Platten, so an der Seite raus. Und dann sind wir in der Früh aufgewacht und dann lag eben ein schöner, wunderschöner Shusui. Leider auf dem Rücken tiefgefroren. Das ist schlecht. Da oben drauf. Und ihr habt 11 Fische oder 14? 13. 13 auf 6 Kubik. Also gut 2 Koi pro Kubikmeter. Und ich muss jetzt nicht sagen, dass das Becken voll aussieht oder sonst irgendwie. Nein. Aber wir haben auch jetzt nicht den Drang. Würdest du die Größe wieder bauen oder würdest du noch mehr hier? Nee, Teich von der Größe passt, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ich würde vermutlich den Filter heute ein bisschen anders bauen lassen. Damals haben wir einen Papierfilter von Genesis genommen. Schauen wir uns im nächsten Blog an, verrat nicht zu viel. gut. Wir kommen zur Zeit, ohne Witz, wir haben ganz lange Zeit kein Papierfilter mehr gehabt, aber die Schwabe, die Stürger, die haben es damit. Also wir waren bei Roland Papierfilter, bei Johnny Papierfilter, hier jetzt Papierfilter und da sind wir natürlich auf die Wasserwerte. Wie viel Wasserwechsel machst du im Sommer? Zwischen 20% und 30%. Also ich wechsle, wir machen keinen richtigen Wechsel, ich lasse immer mittwochs und samstags Wasser zulaufen. Und im Winter jetzt auch Wasserwechsel gemacht? Normalerweise ein bisschen weniger dann und nur einmal pro Woche, wenn der Schlauch nicht zugefroren ist. Das ist eben die Begrenzung. Deswegen auch damals ein Papierfilter. Das ist jetzt wirklich spannend. Wir messen jetzt die Carbonathärte, wir messen den pH-Wert und wir messen den Phosphatwert, weil deine, nur skaliert auf eine kleinere Teichgröße, sind deine Werte relativ ähnlich die von Johnny. Und Johnny hatte bei 20 Kubik 1 Kilo Futter und im Sommer und wenig jetzt gefüttert und wenig Wasserwechsel, hatte der einen Phosphatwert von 8. Mhm. Fütterst du Konishi-Futter? Ja. Sehr gut. Und welches? Nummer 1. Nummer 1, vielleicht auch noch ein Faktor. Er füttert nur Nummer 2, Johnny. Also Phosphat messe ich nur selten, aber ein paar Werte habe ich, da kann man vergleichen. Und ist aber jetzt wirklich mal spannend, weil die Teiche sind nur wirklich 3-4 Kilometer auseinander. Okay. So, aber im nächsten Block schauen wir uns erstmal den Filter an.
Machen Sie es gut. Vielen Dank, Olli. Ja, und danke, Martin. Ciao.